nicht dieses Plakat hängen, sondern eine Vorstudie zu diesem Plakat. Da steht eben dran deutsche Heimarbeit. Und die deutsche Heimarbeit ist sozusagen der Vorläufer der Industrieausstellung. Und 1906 ist dieses Plakat, es fehlt ihm jetzt hier nur noch deutsche Heimarbeit, der Schriftzug. Und da hängt dieses Plakat an Berlins Litfaßsäulen. Und die Kaiserin, die weigert sich, die Ausstellung zu eröffnen, solange dieses Plakat an Berlins Litfaßsäulen hängt. Das Plakat wurde natürlich entfernt und die Kaiserin hat die Deutsche Heimarbeit-Ausstellung 1906 in Berlin eröffnet. Das Plakat, darf ich Ihnen sagen, ist weltberühmt. 1924 wird sie darum gebeten, zum 10-jährigen Gedenken des Ende, also des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges. Und sie macht eben dieses Plakat und expressiver geht es einfach nicht. Das ist also nun der barmarsche Engelkopf oder das Gesicht des schwebenden Engels, das Barlach gemacht hat, auch als Gedenken an den Ersten Weltkrieg. Und dieser schwebende Engel hat, wie Barlach sagt, per Zufall, er hätte das nie richtig vorgehabt, er hat nun die Gesichtszüge der Käthe Kollwitz und hat dann aber auch gemeint, das hätte sie ja wohl auch verdient. Wenn wir uns dieses erste Bild anschauen, Not, dann darf ich also Ihnen als Hintergrund noch erzählen, muss ich das, ein Weberaufstand, wo stammt das her? Das stammt eben von dem Theaterstück von Gerhard Hauptmann und Käthe Kollwitz ist diejenige, die zu dieser Matinee in der Volksbühne, das hieß früher freie Bühne, wird sie eingeladen und der Kaiser verbietet eben das, die Aufführung der Weber von Hauptmann. Und die freie Bühne ist eben so klug und organisiert eine Matinee, um diese Uraufführung der Weber zu zeigen. Und Kollwitz wird eben eingeladen zu dieser Matinee und sie ist eben hin und her gerissen und lässt alle anderen Arbeiten, die sie vorher angefangen hat, ruhen und beginnt sofort mit diesem grafischen Zyklus ein Weberaufstand. Raum, der Kollwitz eben wiederum einen Stempel aufdrückt, gegen den sie sich so wahnsinnig wehren musste und auch heute noch wehren muss, denn sehr viele Leute kommen hier mit dem Vorurteil, sie sei eben Sozialistin bzw. Kommunistin gewesen. Und das ist mir wirklich ein Stempel, der hier wirklich nicht zusteht und der auch absolut gegen ihre eigene Einstellung ist. Sozialdemokratisch? Keine Frage. Und Schüler fragen mich heute, was meinen Sie, welcher einer Partei würde Sie angehören? Und dann kommen wir nach so einem Führung, die ich jetzt gerade mit Ihnen mache, kommen wir doch dann am Ende, wir haben noch einen Raum, uns anzugucken, kommen wir am Ende zu dem Schluss, dass Schüler dann sagen, ja, Frau Fritsch, ich glaube, die Grünen wählen mich. Und da kann ich eigentlich nur sagen, ja, da ist was dran, aber auch nur insofern, als dass sie selber sagt, sie sei so feige, sie habe sich keiner Partei anschließen können. Sie spricht wirklich wortwörtlich, ich bin zu feige, mich einer Partei anzuschließen. Also sie war nie in einer Partei und sie hätte auch, glaube ich, keine Partei gefunden, der sie hundertprozentig zugestimmt hätte. Kollwitz gelesen und sie selber hat das auch so bezeichnet, das ist die Darbietung des Kindes, also der Stolz der Mutter, dieses Kind darzubieten. Aber diese Darbietung hat bei der Kollwitz noch einen ganz, ganz tragischen, problematischen
Hintergrund, den ich Ihnen an einem der Bilder hier auch erkläre. Dieser ist der Raum mit dem Thema Krieg, denn ich sagte Ihnen unten, sie macht 5 grafische Zyklen und das ist einer der Zyklen, das ist der 4. Zyklus, der Krieg. Und das sehen Sie hier am ersten Blatt dieses Zyklus, sie spricht eben vom Opfer. Das Opfer, das man ergibt, man bietet das Kind, ergibt dieses Kind her und in der Zeit hat sie es, und nicht nur sie, denn diesen Zyklus macht sie eben, weil sie sagt, 5 Millionen junger Menschen lassen ihr Leben und 10 Millionen Eltern trauern um diese Kinder, um diese jungen Leute. Somit sieht sie das also ganz christlich, weil ich gerade gefragt worden ist, ist sie religiös? Nein, religiös, das hat für sie mit Recht 2 Seiten der Medaille. Sie ist aber ein absoluter im christlichen Glauben erzogen und wählt natürlich hier die Mantelmadonna, die eben, nämlich die Maria, die eben auch ihr Kind der Menschheit opfert. Und hier haben wir also das Opfer und die Darbietung des Kindes. Wir sind jetzt wirklich sozusagen am Führung. Ich habe Ihnen gesagt, am 14.1914, am 2. Weihnachtsfeiertag, schreibt sie in ihr Tagebuch, bin in den verschneiten Grunewald gegangen und habe den Platz für das Denkmal von Peter mir genau angeschaut. Natürlich alle anderen Skulpturen der Käthe Kollwitz sehen können. An dieser Skulptur muss ich noch 3 Sätze